Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Munja und heute möchte ich mit dir ein Habit Tracker malen. Ja, ich habe meinen gemalt für den Juli und dann mit ein paar Splashes, so Acrylfarben, auf meinen Tracker gespritzt und dann mal geschaut, was dabei rauskam. Und das, was du hier siehst, ist dabei rausgekommen und jetzt zeige ich dir, was du dafür brauchst. Zuallererst natürlich ein Bullet Journal. Meins ist hier das Scribbles That Matter. Dann einmal das Mixed Calendar Stamp Set. Ein Geodreieck. Das Stempelkissen. Einen Pinsel hinterher, um zu spritzen, ne, um die Acrylfarben abzuspritzen. Dann das Acrylstempel-Block-Set. Den Micron Fineliner, die Acrylfarben, und aus dem Brush Pen Set den grauen Stift. Und zu guter Letzt brauche ich noch mein Faber-Castell Bleistift Set. Du siehst, fast alle Materialien sind hier austauschbar, also es geht gar nicht so sehr darum, welchen Bleistift du nimmst oder welche Stempel du nimmst, es sind alles einfach nur Vorschläge und du findest natürlich die Links dazu unten in der Infobox, ansonsten nimmst du einfach, was du magst und was dir gefällt. Ja, und dann legen wir auch schon los. Du nimmst dir erstmal eine Doppelseite deines Bullet Journals, obwohl wir diesmal wirklich nur die linke oder eben die rechte Seite brauchen. Ich würde nur eine freie Seite nehmen, weil wir später mit der Farbe rumspritzen und vielleicht möchtest du nicht, dass die andere Seite auch bekleckert wird. Deswegen empfehle ich dir hier einfach erstmal eine Doppelseite zu nehmen. Ja, ich beginne jetzt einfach mal mit dem Stempeln und zwar habe ich mich hier für dieses Kästchen entschieden. Das hat oben erlaubt, es mir was reinzuschreiben und der Rest ist frei, da kann ich dann den Monat reinziehen. Ja, ob das so ideal ist oder ob ich das lieber hätte mit der Hand machen sollen, nun ja, das ist Geschmackssache. Letztendlich muss man mal schauen, nächsten Monat werde ich es dann wahrscheinlich wieder anders machen. Erst einmal würde ich sagen, das ist ganz praktisch. Die Frage ist, ob man das so richtig schön gerade hinbekommt.
siehst schon, so weit, so gut. Ja, es ist einigermaßen gerade. Was passiert ist, dass die linke Seite immer ein wenig ausfranst. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob das so, ja, generell so ist, aber naja, egal. Es soll ja gar nicht 100% akkurat sein. Ne? Wir sind im Bullet Journal, es ist alles selbst gemacht. Deswegen ist das gar nicht so ganz so wichtig. Ich hätte es halt gerne nur ein bisschen ordentlicher. Egal, im nächsten Schritt schreibe ich jetzt erstmal meinen Titel auf die Seite, damit ich ungefähr weiß, wie viel Platz ich dafür benötige. Ich schreibe wie immer, ne, nach dem Motto Better Safe Than Sorry, mit meinem Bleistift vor und schreibe dann einmal Habits und darunter den Monat, also Juli. Ja, wenn ich denn dann endlich zufrieden bin, dann nehme ich den Micron Fineliner und ziehe alles noch einmal nach. Und hier kann ich jetzt auch entscheiden, ob ich vielleicht alle Linien, die nach unten laufen, etwas dicker mache und das Ganze dann so ein bisschen so einen Kalligrafie-Schriftzug bekommt. Oder einfach so lassen, ne? Ich habe mich allerdings hier entschieden, den Brush Pen zu nehmen. Also ich mache es schon, ne, dass die runterlaufenden Linien dicker werden, aber ich nehme den Brush Pen, weil der ist jetzt in Grau und das führt dazu, dass man das ein bisschen besser sieht, ne, durch den ganzen, ja, durch dieses Wort. Und jedenfalls am Ende radiere ich nochmal alles Überschüssige weg. Diesmal kann mir ja auch nichts verloren gehen, weil ich ja nicht diese Stifte genommen habe, die ich radieren kann.
geht's auch schon los. Die Kästchen müssen nun in, ja, irgendwie so aufgeteilt werden, dass 31 Tage darin Platz finden. Thank you.
Da ich so viele Gewohnheiten letztendlich gar nicht tracken kann, mache ich das Ganze nochmal für Wasser. Also mit anderen Worten, das letzte Kästchen ist dafür gedacht, dass ich genug trinke. Also wenn ich es einen Tag geschafft habe, dann male ich das Kästchen blau an, blau für Wasser. Ja, das kommt allerdings erst gleich. Zunächst einmal wollen wir hier mit diesen Farben jetzt hier umspritzen. Dafür bringe ich schon mal alles in Sicherheit, ne? Weil das geht garantiert nicht so glimpflich ab. Und ich brauche natürlich auch ein bisschen Wasser, weil sonst sind die zu dickflüssig. Ich dachte auch erst, ich könnte die Farbe direkt aus der Tube nehmen, aber ich habe mich dann doch entschieden, das hier einfach auf einen Porzellanteller zu geben und dann auf den Acrylic Block Stamp aufzupinseln und von da aus das Ganze zu spritzen. Ich glaube, das ist erfolgsversprechender. Mal schauen. Eigentlich würde ich sagen, es gilt, je flüssiger die Farbe, desto besser. Aber naja, wer möchte schon alles voll roter Farbe bekleckert haben? Deswegen mische ich noch ein bisschen dazu, wenn das schon auf diesem Acrylic Block Stamp ist. Und dann bürste ich von dort die Farbe über mein Papier. Und du siehst, es gibt ganz interessante Spritzer, große und kleine. Ja, so ist das eben, ne? Und dann mache ich dasselbe nochmal mit dem Orange, damit das auch wirklich zwei Farben ergibt. Und auch hier wieder das Wasser bitte nicht vergessen. So, während mein Spread jetzt trocknet, und das muss es wirklich, oder getrocknet ist, hast du jetzt mal hier einen Blick darauf, so von oben, beziehungsweise von der Seite, und du siehst schon, es sieht eigentlich sehr interessant aus. Was mir jetzt nicht gefällt, sind die dicken Linien, die hätte man wirklich dünner wählen können. Und dann schreibe ich, wenn alles gut trocken ist, erst dann schreibe ich meine Angewohnheiten rein. Das hätte ich auch vorher tun können und sollen wahrscheinlich, hätte das Leben einfacher gemacht. Aber dann, ich wusste nicht genau, wie die
Farbspritzer reagieren. Das heißt, hätte ja auch sein können, dass sie ja draufklecksen und dann hätte das Ganze ja nicht mehr so schön ausgesehen und auch nicht funktioniert. Also, naja, wie man es macht, man macht es falsch. Ne? Also, das ist eine Variante. Du kannst es natürlich alles anders machen. Das sind alles nur Vorschläge. So, ich hoffe, dir hat mein Spread, mein Habit-Spread für den Juli gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich über einen Daumen nach oben und vielleicht abonnierst du uns ja auch. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Video und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!